Boah, bei mir im Hessen steht nicht der Himmel für Dämmer. Ich bin tot, warum? Toll, Frettchen. Jetzt schieß doch mal die Reifen, Kammer, ich hab dir schon 100 Reifen. Hinlege. Wer hat ja Zeit, die Bullen zu rufen, ne? Ja, ja, und dann machen wir ein kleines Feuergefecht hier. Er ist jetzt noch am Strand, Fredchen. Oh, dann komm nur zu mir. Und er bückt sich. Und ist geduckt. Er bückt sich. Weil es wird zäh. Er versteckt sich jetzt unten am Strand. Ich sehe den. Wo am Strand? Ja. Ich rede mit Fredchen gerade. Fredchen, hast du Kabelbinder? Ich sehe den nicht. Nee, ich sehe ihn aber nur. Ist der mit dem Heli gekommen, mit dem Hummingbird? Ja. Der läuft hier gerade. Weil da als Bulle bei mir markiert wird. Was soll ich machen? Soll ich den niederknüppeln oder? Ja, und dann, wir haben Kabelbinder dabei. Nimm ihn fest. Hast du Kabelbinder, Fredchen? Nein. Ja, ja, ich renn neu, ich renn neu. Ich hab. Muss nach knüppeln gehen. Leg deine Waffe nieder. Den bleiben, den bleiben. Den bleiben, den bleiben. Okay. Leg deine Waffe nieder. Was du willst. So, oh, meine eigene Sicherheit, da die Waffe in der Handtasche. Hier kommen noch ein paar Hammets von uns. Hier kommen noch ein paar Hammets von uns, deswegen müssen wir den Ort sichern und du läufst hier mit einer Waffe ein bisschen rum, ist ein bisschen auffällig. Leute, ich sag nur, von mir kommt auch noch ein paar Leute hierher. Also, deswegen bin ich auch hier. Nee, geht nicht. Mit dem Mausschaden. Probiert nochmal was. Habt ihr... Ach, du bist blöd. Du bist buggy. Nee, gib mir die, ich kann das. Da wieder auf, oder? Mario, das macht schon auch noch da. Er hat mich schon gesehen gehabt. Hat's direkt doof ist halt, er kann jetzt halt richtig schön die Bullen alarmieren. Ah ja, da. Ist nur für unsere Sicherheit. Wie gesagt, dann von meinen Leuten kommen auch noch welche. Ich auf die andere Seite vom Strand. Deswegen bin ich hier gelandet. Und wollte die Lage checken. Ja, ich glaube auch nicht, okay, dass die anderen beiden jetzt kommen, ey. Ich weiß nicht. Ja, schauen wir mal. Ja, wenn sie nicht kommen, machen sie auch keine Kohle. Ja, das stimmt schon. Monster willst du mit dem Bullen. Monster willst du ein bisschen mit denen unterhalten? Was? Ich hab den jetzt in die Kirche verpackt. Also die Teile halten nicht so lange, ne? Bitte? Die Teile halten nicht so lange. So einer muss auf jeden Fall da bleiben. Hä, der will sich mit mir unterhalten? Wie viele Fahrzeuge kommen denn von euch? Einer müsste gleich irgendwann kommen und noch ein anderer, also zwei. Jetzt sehe ich den schon wieder an Scheiß. Nomine Patriot, Filiot, Spiritus. Kannst du sagen, der erste von uns ist schon draußen, alles klar. Ja, ich wobei, Nice Try war schon hier, oder, Monster? Ja. Weil ich bin gerade gekommen. Ja, ich war schon da. Monster, so, sagt, war der gerade schon hier, der Nice Try? Monster. Was soll das? Was soll ich jetzt sagen? Oh, bist du ja doof, Alter? Sag doch einfach ja. Ich glaub. Weil ich... Wo rennst du jetzt? Na, du Depp. Mann. Guck mal, so geht es der ganze Tag. Der ignoriert mich die ganze Zeit. Der fragt mir erst was. Der ignoriert mich wieder nicht. Die Schnauze, kümmere dich um den. Jungs, die zwei Hammets stehen bei mir, was soll ich machen? Ich hoffe mal, ich hab extra... Wo bist du denn? Version. Die sind auf dem Highway. Monster, warte mal, wo bist du, Nice One? Auf dem Weg zum Diamantenhändler stehen die hier auf dem Highway. Ja, lass du da ausnehmen. Ja, dann komm einer. Ich hab so eine Hubschraubermarkierung, eine Ghost Hawk Markierung in der Luft. Bei DP-13. Sollen wir hinfliegen? Ja, da ist ein Bullenheli. DP-13. Sollen wir hinfahren? Um die versuchen zu kriegen? Ja, komm! Aber scheinbar weiter. Ja, sieht's aus. Ich hab nur einen Quad. Ja, der hat schon gesagt, na, wie viele kommen denn vorbei? Ja, ist so ich hol dich jetzt einfach ab und dann fahren wir mit Vollstoff wieder dahin. Nee, ich hab ja einen Quad, ich kann noch jemanden mitnehmen. Was kommt da? Ja, ich hab ein SUV. Hey, komm ran! Wo bist du denn? Ja, ich komm jetzt gerade. Ey, aber der Typ steht da jetzt noch, gell? Scheiß drauf.
Hat er genug zu frag mal, ob er genug zu essen hat. Nicht, dass er vergammelt. Oh, nice, steigt ein. Fahr weiter, hol die anderen ab, Wir passen nicht alle da rein. Ja, aber im Fahrpass im SUV noch 3 Stück. Jungs, ich brauch 3 Leute. Ich stehe jetzt vor dir hin. Gib Gas. Da fuhren Bullen auf, oder? Die Bullen kommen, glaube ich. Aber schon mal was gäbe. Wo standen die denn? Weit mit dem Highway. Einfach am Highway. Die stehen da am Straßenrand. Ich sehe, da steht. Du netter mit links. Komm, einer noch. Der fährt los. Und ich? Ja, die kommen. Die kommen. Ach, sie kommen. Bleib stehen. Geh zum Morgen. Oh, die sind bei mir. Ja, du bist wie erfährt, Alter. Ja, Jungs, komm. Das können wir eh vergessen. Da kommen wir jetzt nicht. Macht nix, Jucke. Juckt mich nicht. Sollen wir die Reifen disablen? Er hat ja seine Waffe noch, der mit seinen Dingern da. Ja. Komm nicht aus dem Fahrzeug raus, so. Die fahren wieder. Oh, ich sollte mal das Fahrzeug ausmachen. Mit Polizei? Oh. Nein, ohne. Die stehen nur einfach hier oben. Was so? Jungs, es kann ja gut sein, dass der... Die kommen jetzt zu euch. Weg, weil ich... Hey, ich hab gesagt, dass mir jetzt abhauwärts komme. Das heißt, kann gut sein, dass da jetzt... Bei mir hängt alle, bei mir laufen denkt. Alle... Es ist das übelste Dissings bei mir gerade. Ja, ich kann nicht aussteigen. Was zum Essen und Trinken? Ich hab ne gelbe geschlossen, der Server schmiert ab. Nee, ich mehr. Nicht. Bei mir geht und gar nichts mehr, ey. Mark, ja? Was Essen und Trinken? Ob ich was habe? Stehst du ja. Hier noch? Stehst du noch? Ne, jetzt fährst du, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt ein Helmet, ein Donator Helmet. Ich bin so ein Passagier-Sitch. Ja, bei mir stehst du, bei mir schwebst du hier gerade rum. Allerdings steig auf, was du hier bei mir stehst du. Ja, bei mir schwebst du hier gerade. Okay. Geht's jetzt? Ja, es kann noch nicht sein. Ein Helmet bleibt stehen. Fretchen. Ja, ich kann bei dir nicht einsteigen, oder? Da läuft einer auf der Passagiersitz kann ich. Wer läuft da von uns auf der Straße? Fuck. Keiner von uns. Ich stehe hier hinter der Dönerbude. Ich sehe nicht, ob der Typ noch in der Karte in der Kiste steht. Okay, ich bin jetzt auf dem. Nein. Hier läuft einer durchs Haus, die Häuser. Ich stehe doch bei dir dran, oder? Ist der Thomas? Ist der Thomas? Jetzt. Ey. Ist der Typ von gerade eben, der ist wieder entfesselt. Nee, ich kann nichts machen. Fahr ohne mich. Also was machen wir jetzt? Verbindest du jetzt drauf? Ja, dann ist das jetzt noch ein großer Desync. Die fahren dann wahrscheinlich da vorne noch weiter. Keine Ahnung, die Hammets stehen bei mir auch noch auf der Straße, einer halt in der Luft. Bei mir stehen die auch auf der Straße. Boah, was ein Scheiß. Ey, das scheiße. Jetzt bin ich da. Wir sind hinter dem Hammets. Jetzt habe ich gelbe Kette. Jetzt habe ich eine rote Kette. Stopp, bleib stehen. Hast du die... Aussteigen, sofort. Ja, ich komme auch, oder? Der ist auch kommen. Boah, ihr Desing wäre, Alter. Ey, wer hat ja. Wieso? Achtung, der Thomas rennt hier noch hoch. Ja, er verschießt der, glaube ich. Zurück. Boah, bei mir hätten Desing der müsste der machen. Ich bin groß, warum? Toll, Frettchen. Jetzt schießt aber die Reifen kaputt, ich hab mir schon 100 Reifen. Hinlege! Sofort! Der will mich überfahren. Sorry, aber wenn du meine Kollegen zielst, das lass ich nicht zu. Hat einen Lockdash. Ja, du willst, ich baller die ganze Zeit auf den... Ja, nimm das Ding von mir. Das war nein, ich hab schon gerade hier geholt. Da steht ein Polizisten. Lockpicken, alles raus. Ich hab keine Lockpicks. Wir gehen wahrscheinlich ein kleines Gespräch mit der RDM. Wieso? Ne, das waren über... Die gehörten zusammen. Einer hat ja... Er hat aber auch die gezählt. Zwei. Ist halt im Feuergefecht gestorben. Ist halt gut, ne? Habt ihr jetzt gelockpickt? Wo ist der andere Große denn? Ich bin... Der steht da noch. Ich war der Zweite. Ne, lass doch. Ja, ich hab's.
Gothic, Bro. Ich hab keine Lockpicks. Mach mal alle hin hier. Wir hatten noch Lockpicks. Wo ist der Typ, der dazugehört hat? Habt ihr den Kartell schon? Ah, das steht hier, den hab ich gekettet. Ja, schon. Kannst du keine Ich hau da mit einem MG dauerhaft drauf. Nice try, läuft voll auf, so da rein. Ja, das ist das. Ist ja, ich hab den. Okay, dann. Schlüsselverteilen. Bei den kleinen? Bei dem kleinen oder großen? Bei dem kleinen. Ich mach gerade, ich mach die Post gerade. Ja, das ist gut noch. Ey, ja, nicht wieder. Habt ihr den gefesselt? Nee, ne? Ach, der ist. Also. Alter, ich hab da einer, der gefesselt ist. Ich hab den großen, ich hab den großen. Gut, gib mir Schlüssel. Ja, gib mir auch einer hier den Schlüssel. Das Ding ist da an dem Leute, der mitbringt. Ich hab den großen, Jungs. Jo, dann komm hier hin. 4 Minuten noch, 4 Minuten noch. Okay, Polizei kommt. Vor der Hauptstraße? Ja. Ich hab auch mal da gesehen. Halt, ist mal wieder weg. Wünschst du mich mit, ich hab auch Begeldschutz. Okay, dann macht ihr hier, ich... Chris, ich das... Ist, bleib weg mit dem Hemmel, den Fuchs. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Vorsicht. Ihr habt alle die Schlüssel. So, bin drin. Ich bin der, der auf der Wanted-Liste steht. Ja, die anderen auch. Wir können ja noch ein Heli, gell? Ja, aber die sind doch noch nicht alle leer. Die Zelt erstmal leer machen. Ich halt hier, versuche hier die Stellung zu halten. Ich will wenigstens ein bisschen Geld safe. Sorry, egoistisch. Okay. Kannst du die Keys für den zweiten verkaufen? Mark? Ja. Wieso gehen wir beide runter? Was? Warum stehst du nur rum? Keine Ahnung. Dann gib mir mal einer die Schlüssel. Den großen Partner alle die Schlüssel. Ja. Sitze, flieg mal rum und guck nach Polizisten, dass wir hier in Ruhe. Ja, aber ich höre auch nicht, hör so schlecht, deswegen. Jetzt kommt, jetzt habe ich die Polizei hier. Ich spot die auch. Der kommt in unsere Richtung, ich verziehe mich. Sehr gut. Jetzt kommt unten ein Polizeiauto, kommt. Von wo unten? Ich auch. Von der Hauptstraße. Den Weg, wie Hemmets auch gekommen sind? Ja. Komm ja. Und der Heli kommt von der anderen Seite. Ja, verkauft den Rest, scheiß drauf. Der Heli ist gleich. Die kriegen uns eh nicht mehr ins Gefängnis. Da, der Ghost Hawk. Ich hab keinen Bock, dass der mich runterholt. Wie weit ist denn die Reichweite? 300 Meter. Wir müssen ziemlich nah ran. Verschießt! Das bin ich. Polizei. Nee, auf den Ghost Hawk. Verfolgt der uns? Nee, ne? Ja, wer schießt denn hier? Der Ghost Hawk geht runter, der geht runter. Ja, ja. Habt ihr alles verkauft aus den Hemmets? Ja, ist alles weg. Ach so, sagt er bloß einer. Die Bullen kommen. Ich liege in einem zweiten Stockwerk in einem Haus. Und achte auf die Treppe, wenn da einer hochlatscht. Aber wir gehen in die Häuser hier, Barry. Habt ihr Sync Data gemacht? Ja. Ja. Du auch, Monster, ne? Ich hab 392.000. Ja. Ich hab 237.000. Sag mal Bescheid, wenn der Server down ist, bitte. Das Ding ist, jetzt hier steht einer in der Kirche. Steht einer in der Kirche. Ja, das wird der Thomas sein. Ja, aber der hat noch Waffe noch, ne? Ja. Ich dachte, den hast du umgeschossen. Nee, den anderen, den Rossi habe ich umgeschossen. Den Klete haben wir gefesselt. Der stand die ganze Zeit da. Alle Sync Data? Ja. Mhm. Wie sieht's aus, polizeimäßig? Hä? Eine Minute noch. Ich wurde getastet mitten auf der Straße. Ja, macht nix. Da kann dich nicht ins Gefängnis bringen. Ja, so, jetzt Server down. Georgi. In 20 Sekunden ist der Server down. Ja. Geile Aktion. Auf jeden Fall, ey, das sah von oben so gewaltig aus. Ich hab ein Lockpick gebraucht für den großen, ne? Aber können Sie mir mal Geld wegnehmen? Nee. Nein, dürfen sie nicht. Nee, doch, genau. Wir stehen alle auf der Highway in der Nähe vom Dixie, also nicht auf Highway,
bei den Hammets. Eine Minute. Eine Minute. Das ist eine Minute zu spät. Nicht schießen, versteckt euch einfach. Ja. Ist dann um 8 Uhr eigentlich noch mein Server? Ja, klar. Ja. Change Logs sind drin. Läuft einer von euch unten auf der Straße? Ich stehe da mitten auf der Straße. Bitte es nicht mich umschießen. Ja, da stehen auch noch. Wer ist da am Strand? Soll ich auch holen? Nein, lass, eine Minute. Kannst du jetzt knicken. Jungs. Der petzt gerade. Das Update sind. Ist geil. Auf wen schießt du da? Denn da alles? Bulle, Bulle, Bulle. Wo? Bei der Kirche. Medics interessiert mich nicht. Ah, fuck. Ey, diese scheiß Dinge, ey, die kannst du auch knicken, ey. Kannst du mir ja wiedergeben? Sitzung, jawoll. Hab ich mir jetzt selber down, ey. Boah, ich bin Medics. Und da ist die Polizei. Du machst ja nix. Ey, gibt das wahrscheinlich erstmal durch. Die denken bestimmt, wir überfallen am Eisen oder so. Joghurt, kannst du ja vom Outstand der Mille wieder zurückholen. So. Oh, Frettchen, guck mal nach hinten, wie das aussieht. Hat Holger geschrieben. Man sieht die ganze Stadt nicht mehr. Der kommt uns hinterher, glaube ich, einer. Ja. Ich meine, Heugabel hat sich geschrieben. Anhalten? Ja, den halten wir an, den halten wir gleich an. So, fahr mal langsam, der soll aufholen. Alter, so, der fährt, ey. Der fährt wie eine gesenkte Sau, ey. Wer ist das denn? Wer ist das? Rekrut Bobby, nee, Spaß. WASP. Oh, ja. Der will uns jetzt anhalten, oder nicht? Jo, der ist gegen Schild gefahren. Der ist nicht. Ja, aussteigen, aussteigen. Wollen wir den mitnehmen? Ja. Lass mal mitnehmen. Raus. So, einmal bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Einmal aus dem Fahrzeug. Einmal stehen bleiben. So, Waffe weg. Warte, ich will den festnehmen, ja? Er soll zuerst Waffe und so weiter droppen. So, erstmal die Waffe runter. Wollen wir den niederschlagen? Hier ist Medic, der guckt zu. Nice fight, du. So, du sagst deinen Kollegen, die sollen erstmal abdrehen, falls irgendwas kommen sollte. Sonst wirst du nämlich sterben. Du hast schon. Ah, da unten. Ein Moment. Ne, Medic ist das? Soll ich schon schießen? Sag ihm, der soll abdrehen. Oh, Scully. Auf Reifenballon. Ne, warte, nicht. Stopp. Ich hab nur die Reifen verschossen. Ja. Scully, du bleibst da hinten im Auto. Sag ihm, in seinem Auto bleiben, über Funk. Der schießt. Auf mich wurde schon aufgeschossen. Was ist... Muss ich noch nicht. Alter, das war so knapp. Ah, wir wollten nur die Reifen zerschießen, Kollege. Warum sagst du dem Kollegen nicht, er soll aufhören zu schießen? Da unten läuft was. Da unten laufen noch mehr. Aber wie ist Scully? Was läuft da unten von euch? Das sind Zivis. Ah, die sind bewaffnet aber. ATMs, Laschi und so weiter. Frettchen, gib mir dann den Schalldämpfer von dem, ja? Von den 9mm. Wenn die Leute da unten zu euch, die da durch den Wald laufen. Was für Leute? Ich sehe jetzt keine Leute. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer, der zieht doch nicht. Die zielen auf uns. Heli kommt. Wir haben gerade eben schon gesagt, du sollst deinem Kollegen sagen, er soll einfach abdrehen. Wir haben dann auf die Reifen geschossen, weil er zu nah kam und dann fängt er an auf uns zu ballern. Was ist das denn? Muss er sich jetzt nicht wundern. Hat jetzt immer wieder Kabelbinder und kann ihn fesseln. Ja, macht mal. Wir packen ihn erstmal weg in Sicherheit. Fried kommt angeflogen. Warum kann ich ihn nicht fesseln? So geht das nicht. Kann jemand anders das machen? Ich schreibe eine SMS. Bei mir geht's nicht. Nee, die Kabelbinder können irgendwie gerade... Die Kabelbinder kommen gerade nicht dran. Lass ihn mal ein Stück vom Auto weg. Leg doch erstmal die Kabelbinder an, bringt ihn und... Ja, das geht ja eben nicht. Komm mal ein Stück vom Auto weg, bitte. Und anhalten. Und mal deine ganzen Sachen ausziehen, bitte. Chris, soll ich mitkommen? Sicher? Nee. Jo, Freak geht eh mal. Ja doch, Sicherheit geht vor. Der Mauer, da steht nämlich ein. Kann der nicht fesseln, ja.
richtig angezogen, aber nicht nackt. Nicht deine, wir wollen deine Waffe und deine schusssichere Waffe, Weste. Bitte was? Oder ja, die Medics. Den Rest kannst du behalten. Nein, ich möchte die schwarzen Klamotten. Wir wollen nur die, Weste und deine Waffe. Die schwarzen Klamotten, die möchte ich. Ja, das warte mal, der will sich nicht komplett ausziehen. Wir wollen dich in den Unterhäuser sehen. Aha, jetzt droppt er was. Schwarze Klamotten gehören mir. Ich nehme den Schalldämpfer. Ja, den nimmt er, glaube ich, nicht. Schwarzen Klamotten möchte ich haben. Ne, das will er, die gibt er nicht raus. Lass ihm die Uniform, er sollte eine schutzsichere Weste. Na gut. Ich dachte mal, der soll den Schalldämpfer auf den Boden legen. Den, Schalldämpfer auch auf den Boden, bitte. Von der Pistole. Was ist denn mit den anderen Leuten da unten? Doch, kann ich. Was ist denn mit den, hier ACM, was ist mit den Leuten? Nimmt einer von euch, kann die Weste haben. Wir warten mal eben. Ja, warte, soll ich nehmen? Ja, gib mir dann mal den Schalldämpfer da raus, bitte. Ey, so ein Wichser. Was denn? Ich wollte Scully gerade looten, ich hab da eine MK200 jetzt. Ich hab halt einfach 9mm. Ja, gib mir den mal bitte. Hat er jetzt schnell auf den Spawn warte, der ist in meinem Rucksack. In meinem Rucksack. Kannst du jetzt hier, Rimsek, kann einer von euch die Kabel wieder dran machen? Oh, ich hab einen. So, ich versuch sie dann mal kurz zu fesseln. Geht mal aus dem Weg, Anton. Ich kann die Weste nicht aufheben. Ja, scheiß drauf. Ich hab, nee, das ist meine Weste. Buddy joined your channel. Ich kann den nicht. Laufen wir jetzt wieder in eure Gruppe rein. Du kannst mir den nicht. Also, hast du machen diesen ACM-Leuten da? Wo? Ja, hier unten beim SUV zum Beispiel sehen wir. Hinter der Mauer. Ich fahr kurz weg. Mal ganz kurz out of character. User in your channel timed out. Verzieht euch bitte von hier. Bitte einfach nur wegfahren, Jungs. Nicht hier durch die Büsche laufen, das werdet ihr abgeschossen. Steig mal ein. Error. So, ich versuche gleich wieder auf den TS zu kommen. Wer ist denn hier rechts von mir noch? Rimsek, steig jetzt mal ein. Das ist meine alte Weste. Ich habe die Polizeiweste an. Dann versuchen wir jetzt, So, Geisel ist Reh. Wo am besten jetzt erstmal hin? Ich würde erstmal sagen, Rebellengebiet. Meine Fresse. Rädchen, einfach Rebellengebiet. Los, Rebellengebiet. Okay. Lass die Typen Typen sein. Einfach reinfahren.
Haben die irgendwas beschädigt am Ifrit? Nö, nö, alles weiß. Na gut. Ich kann also überhaupt kein Auto fahren, das sehe ich doch jetzt schon hier. Der fährt wie der letzte Henker. Ach, sei leise da hinten. Sonst stopf ich dir dein Maul, du. Sei nicht so beruhigt, dafür musst du aussteigen. So, warte mal, was haben wir denn alles hier? Oh! Joined your channel. So, hallo, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag auch. Ja, hat ein bisschen länger alles gedauert, weil uns da irgendwelche Zivilisten beschossen haben und hinterhergefahren sind, deswegen mussten wir mal kurz. Das kam übrigens nicht von uns, wir sind gewählt. Nee. Auf friedlicher Basis durchzuführen. Jo, ich will es auch kurz und knapp machen. Es ist ja so, als Rebellen ist es ja schwierig, sich vor den Schüssen von den Cops zu beschützen, und wir hätten eigentlich eine relativ einfache Forderung, und wir wollten gerne 7-schussigere Westen haben. Das wäre eigentlich das Einzige, was wir bräuchten. Okay, gut. Ich hoffe, würde ich das jetzt kurz mit meinem Vorgesetzten besprechen? Ja, das wäre... Jo, dann... Das wäre die einzigste Forderung. Okay. Ob das verhandelbar ist, wissen wir noch nicht so genau. Ob man da ein anderes gutes Gegenangebot hat. Sonst, ja, einfach nochmal melden. Meld mich wieder bei Ihnen, bitte bleiben Sie mal hier noch bitte. Jo, machen wir. User left your channel. Daraus wird. Und da kommt der Medic, der hier unsere Kollegen wieder belebt. Das war auch eine Forderung von uns. So, Mensch. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ihnen die 7 schusssicheren Westen übergeben. Ja, und wir haben werden, also, Wesp hat sich die Umgebung genauestens angeschaut und wir wissen die ungefähre Position von ihnen, weil er hat ja noch sein Handy. Ja. Und deswegen werden wir dort 2 Leute laden. Und dann die Übergabe auf friedlicher Basis, also wirklich friedlich, wir wollen den Opfer durchführen. Ich hoffe, auf ihre vollste Kooperation. Ja, das... Nachdem die, das ist nur ein Heli mit 2 Personen. Und nachdem die Sache fertig ist, werden wir auch direkt wieder ab. Pass auf, der Heli, falls er im Landeanflug ist, soll einem Ifrit folgen, der mit dem Licht rumblinkt. Einfach nur als kurze Vorsichtsmaß für uns, dass sie sich hier nicht irgendwie eventuell in der Umgebung positionieren und uns dann hochnehmen. Deswegen werden wir nicht weit wegfahren, nur so, damit wir auch sicher sein können. Dann wird die Person übergeben und sie können in ihren Helis davonfliegen. Okay. Einverstanden. Okay. Die werden uns sehen. Okay, machen wir das so. Wann wird das ungefähr so sein? Also wenigen Minuten. Okay. Okay, dann geben Sie kurz vorher Bescheid. Wir werden uns von diesem Ort hier entfernen. Werden dann einen Ifrit hier stehen lassen, der dann zu dem Übergabeort fährt. Und der Heli soll dann bitte folgen, landen, und dann geht das alles gut von der Hand, hoffe ich. Einverstanden. Vielen Dank okay. für Ihre Kooperation. Ja, kein Problem. User left your channel.
Channels. So, ich hab was ausgemacht. Wir kriegen unsere Westen. Ja. Was für jeden eine? Ein Ifrit, der eine Ifrit, bitte hier in der Stadt bleiben. Jawohl, warte, fahrt mir erstmal hinterher alle. Ich bin hier vorne, der Ifrit, und erkläre ich euch den Plan, weil ich habe es versucht, halt ein bisschen sicherer zu gestalten für uns. Nimm Sack mal auf. Ah ja. Nehmt ihr meine mit? Könnt ihr meine mitnehmen? Wenn möglich. Ich muss unbedingt weg. Bitte. Jetzt warte mal kurz. Ich warte mal kurz mit dem. Ja. Bin mit dem AFK-Channel und in der FH. Bis später. Ja, User left your channel. Brauchen wir kurz einen sicheren Ort hier. O'Connor und Phil wurden getötet. Läuft bei denen. Eindeutig, aber falsch. Ja. Das sicher, ich weiß aber nicht. So jetzt. Halbwegs sicher. Jo, User joined your channel. Ich komm. Hi Juri. So. Hi. Bist du schon heute über 50 Zuschauer? nein, 43 glaube ich waren's. Mhm. Du hast die Einstellungen hier mit Source, High, Medium und so weiter. Echt? Ja. War jetzt jemand noch in meinem? Hatte ich nur einmal. Joga, du saß noch drin, ne? Ja, ich saß noch drin, lass mir raus. Ja, okay. Dann kommen wir hier hin. Was ist jetzt der Plan? Kurz nochmal, weil ich hab's nicht. Ein Ifrit von uns, also am besten ohne die Geisel, wird in der Stadt stehen bleiben. Da wird ein Helikopter mit zwei Mann drin sitzen. Ich habe gesagt, wir machen Lichtsignale mit dem Ifrit. Die sollen dem Ifrit dann bis hierhin folgen. Ich werde dann gleich nochmal woanders hinfahren. Wir werden uns dann hier treffen. Hier wird die Übergabe stattfinden, weil ich wollte es nicht da hinten machen. Dann setzen irgendwelche Sniper oder so da auf den Berg, weißt du, und knocken uns dann aus. So, dass sie einen unbestimmten Punkt haben. Und Zitze, willst du dann im Heli rumfliegen und die Umgebung checken oder willst du auf dem Boden bleiben? Ich habe eine MK200. Ich würde gerne unten bleiben. Okay, dann bleibst du. Ich fahre dann wieder zurück in die Stadt mit dem Ifrit, mit dem zweiten. Okay. Ich fahre dann Fredchen hinterher. Und der Rimsek ist bei mir. Und Rimsek, wenn wir aussteigen im Studio oder du bleibst im Auto sitzen am besten. Markiert euch am besten den Punkt dann hier, dass wir nicht irgendwo, das bei den Windrädern, ja. Also da treffen wir uns dann alle oder was? Jo, wenn der Ifrit... bleib stehen! Ich bin mit! Ja, komm, gib Gas! Oh nein, Mann, jetzt habe ich falsch. Also jetzt, wo fahrt ihr denn jetzt alle hin? Ja, irgendwie in die Umgebung. Du kannst, bleib du am besten hier sitze. Ich fahre nur hier in der Umgebung rum. Weißt du, dass sie nicht wissen, dass wir genau hier hinfahren. Ach so, okay. Soll ich hinterher fretschen? Also nee. Sie wissen jetzt nicht, wo der genaue Übergangsort ist. Wenn der Heli kommt, der Ifrit macht ihr Lichtsignal und der Heli von den Bullen soll dann dem Ifrit folgen, zu dem Punkt, den wir gerade ausgemacht haben. Ich fahre hier in der Umgebung rum, damit sie nicht wissen, wo wir genau den Dingens machen. So. Weißt du, was ich mache? Ich schmeiße so, Licht auf den Boden. Wir haben mit Warrant Officer Phil gesprochen. Das scheint alles so arrangiert zu sein. Ich hoffe, deine Kollegen werden sich da kooperativ zeigen, ja? Dass da auch alles glatt über die Bühne gehen wird. Aber es sieht so aus, als ob du gleich wieder ein freier Mann bist. Gott sei Dank, wir sind schlecht vom ganzen Leben hergefahren. Wunderschön, Monster. Ja, mir auch, aber wie gesagt, manche Zivilisten, ne, die mussten sich da wieder einmischen. Ist die Schütteln? Da kommt ein Heli angeflogen. Oh, ich sehe ne? Ich sitze im Heli, Radar. Im Polizeiheli. Ja. Wir macht mal mit dem Licht an und aus, an und aus, an und aus. Bist du euch bemerkt? Ja, hat mich gesehen, glaub. Das ist normal, dass da unten mein Ton von der rechten, vom rechten Hörer zum linken immer wechselt. Willkommen. Ihr kommt? Ja. Dann fahren wir hin, oder? Jo. Das war doch jetzt einfach nur hier den Berg hoch da oben, ne? Steigen. Ja, wo die Windmühlen sind. Ja, scheiße. Wow, jetzt bringe ich uns hier noch fast um. Im Sektor, guck schon mal ein bisschen, ob er noch kommt. Ja, wir waren schnell. Ja, kommt, ist ein bisschen hinter uns. Ich bin oben auf dem Buckel, falls du nicht genau weißt, wo es ist. Ich hab noch markiert, so. Lassrei, hast du was zu essen mit und zu trinken? Ne, ich hab eben mein letztes verbraucht. Ich hab noch. Okay.
Sollen wir 100 Meter zurückbleiben und Backup geben? Oder meinst du die? Lass uns umverteilen. Es muss halt schnell von der Bühne gehen. Und die sollen uns die Sachen einlagern. Seid ihr noch weiter? Ihr kommt hierher, ja, hier vor, oder? Ja. Mach mal. Ja, jetzt kannst du ja ein Licht ausmachen. Wir steigen dann aber wieder in die Ifritz rein, oder? Nicht hier in den komischen. Ja. Soll ich auch rauskommen? Ne, bleib nur mal drin. Geh mal auf den Fahrersitz, also ich jetzt anlagern auf den Fahrersitz. Max, du kommst her, du bist der Sprachführer. Verhandlungsführer. Verhandlungsführer, genau. Versteckt euch so immer am besten an den E-Fit, so dass sie eventuell, falls sie snipern sollten, nicht auf euch schießen können. Aber ich setz mir nochmal ein Heli, dann kann ich... Nice, wie viel Leben hast du? 62. Ja, mit hier so. Hast du schon 75 schon gemacht? Ah, okay. Nee, hast du nicht schon. Ah ja, doch jetzt. Ja, alles gut. Alle Waffen unter dem. Guten Abend. Schönen guten Tag, die Herren. Also, ihr habt die Westen? Der sitzt hier in dem Ifrit. Der kann auch einmal was sagen. Socken. Der Socken ist mittlerweile auch aus dem Mund. Macht mal den Ifrit aus. Sie dürfen heraussteigen. Ich hab mal kaum verstanden. Max. Ja, dann sag doch mal was. Man hört mich gerade nicht, glaube ich, oder? Einmal aus dem Ifrit aussteigen. Mein Kollege hat gerade Sprachstörungen. Das passiert ab und zu in der Hektik. Nicht rauspullen. Du darfst einmal aussteigen, wenn es genehm ist. Halt die Polizei mal. Ich weiß nicht, ob der Zeit schinden möchte. Der steht da vorne an der Seite. Ja, da ist er doch. So. Dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns die Westen bitte in die Ifrits reinlegen könnten. Mach ich, sofort. Welche denn? In ja, beide. Ja, am besten in den ersten, wenn alle reinpassen. Ich weiß nicht, wie viel Platz sie wegnehmen. Kontrollier's. Oder auch genügend. Drei? Sind Sie bei meinen Fahrkünsten ein bisschen verletzt worden? Ja, richtig. Also im ersten Ifrit sind bis jetzt drei Stück drin. Latschen, wer als Bier? Wie viel brauchen wir insgesamt? Sieben habe ich gleich. Für ihn hat meine Socke geschmeckt. So, einer noch, komm. Nächstes Mal nehme ich meine Unterhose. Einer fehlt noch, Jungs. 3, 6, 7, passt. Abfahrt. Okay, vielen Dank. Prüfen Sie bitte das Inventar. Haben wir gemacht, ist alles vollständig. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Sie dürfen nun in den Hummingbird einsteigen und wegfliegen. Oh, ich darf, aber das ist aber nett. Ja. Und Sie sollen uns nicht verfolgen, sagt er es noch, oder? Und bitte auch nicht weiterhin verfolgen. Okay. Marc, ich würde zu dir kommen, in Heli, wenn es in Ordnung ist. Bitte. Ja. Wie viele Westen haben wir jetzt eigentlich bekommen? Sieben Stück. Also wir sind wie acht Leute. Eine? Ja, wie wir in einer. Was sind denn das eigentlich für Westen? Schutzsicherer. Schwarz. Grün stand drauf. Ja, ja, der aber die halten... Grün. Die halten vier Schüsse ab. Geil. Und wo sammeln wir uns jetzt zum... Mal gucken. In unserem zukünftigen Rebellen, Base? Rebellenlager. Rebellenlager würde ich vorschlagen. Also nicht zu unserem zukünftigen Base-Spot? Weil wir dann keine Deckung jetzt gerade haben. Ja, stehen wir mitten offen auf dem Land. Mit Wasser im Rücken, geil.